machen wir jetzt erstmal eine schwarze Walze. Und hier habe ich von einem Foto, das ich vor langer Zeit mal gemacht habe, einer Wettertanne im Gebirge, die aus ganz vielen Fotos zusammengesetzt ist, weil sie so ein monumentales Ausmaß hatte, habe ich also eine Platte gemacht, die nur den Baum zeigt, also keinerlei Umgebung. So, dann ich da einen Abdruck mache. Der Holzschnitt, der braucht ja nicht so viel Druck wie der Tiefdruck, aber schon so, dass alles Detail erwischt wird. So, da ist sie. Landschaft ist für mich also ein Seelenthema. Ich bin, glaube, sagen zu können, dass ich sehr naturverbunden bin, Berge erklimmen und immer wieder neuen Blicken ausgesetzt zu sein und ein bisschen auch der Kitzel und die leichte Gefahr auf den Wegen, das fasziniert mich sehr. Ich habe mir eine Arbeitsweise angewöhnt, dass ich so eine einzelne Platte immer auch als Fragment verstehe, sie in andere Bilder hinein zu komponieren. Und ich finde immer faszinierend, wenn der Holzschnitt nicht nur im Auflagendruck da ist, sondern wenn ich quasi Unikate erzeuge, bei denen ich jeweils einzeln eine Stimmung versuche zu erzeugen. Also jetzt geht es mir hier um so einen Sonnentag, der sehr viel Weite hat. Und dieser Baum eignet sich sehr gut, um so einen tiefen Raum zu erzeugen, weil er in seiner ganzen Länge sämtliche tiefen Schichten überschneidet und dadurch eben auch so ein Vordergrundmotiv entsteht, das dahinter einen Raum öffnet. So. Ist auch toll, dass man das nicht elektrisch machen muss. Ne? Ja, es hat schon noch so was schönes altes Handwerk, obwohl ich auch viele Drucke mit der Hand mache. Steht halt der Baum atmosphärisch, ne, in so einem tiefen Raum und bekommt dann eine große Bühne. Thank you.
wenn ich so ein Foto habe und das dann umsetze in Holzschnitt, muss ich ja ständig Konzessionen machen. Ich muss was vereinfachen, ich muss was abstrahieren, was wegnehmen und muss aber immer so, möchte an dem Rand entlang gehen, dass ich doch das Erkennbare noch erhalte. Also mir gefiel schon immer gut, mit wie wenig doch relativ viel Erkennbares und der hohe Naturalismus erzeugbar ist. Das ist das Spannende beim Drucken. Ich habe so eine Art Kartei, das ist jetzt ein kleiner Ausschnitt. Zum Beispiel Gebirge. Das ist zum Beispiel ein Teil einer Gletscherlandschaft. Oder hier ist ein Stück von einer bewaldeten Felswand weiter unten, also ist die Kampenwand. Oder ich habe hier dieses Baumstück von einer Waldlichtung. Und so eine Platte gibt immer wieder neue Stimmungen, neue Themen her, wenn ich sie dann mit anderen Farben, mit anderer Stimmung und mit Malerei in Zusammenhang bringe. Also hier habe ich mal so ein Beispiel, wo ich dann aus der ursprünglichen Platte, hier ist sie ja in ganz pur schwarz-weiß, der erste Andruck, wie ich dann damit umgehe und verschiedene Stimmungen erzeuge. Also zum Beispiel dann so einen satten blauen, vielleicht Sonnenuntergangshimmel dazu setze. Oder das gleiche auch so eine Art Abendrot und immer die Überraschung spüre, was sich dann an neuer Stimmung ergibt. Und hier hinten eine dunkle Waldzone reinsetze und diese bewussten Negativ-Positiv-Effekte, die liebe ich auch. Und wenn dann Abstraktionen passieren, die gar nicht so vorhergesehen waren, freue ich mich natürlich. Ich glaube, wir müssen auch die Landschaft in ihrer Schönheit schätzen lernen, damit wir sie auch erhalten und sorgsam damit umgehen. Musik